Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pflanzen gegen Zombies mit einer wundervollen Fehlermeldung, die jetzt irgendwie alle paar Minuten auftaucht. Ich hoffe, das stört uns in der heutigen Folge nicht so sehr, ansonsten wird diese Folge vermutlich ein kleines bisschen kürzer werden. Ich weiß leider nicht, was das Problem ist. Ich glaube, mein Emulator macht ein bisschen Stress. Ihr wisst ja Bescheid, dass ich Pflanzen gegen Zombies 2 mit dem BlueStacks-Emulator aufnehme, weil es das Spiel ja bis heute nur für Smartphones gibt. Oder Tablets natürlich. Bin mir nicht sicher, ob es nicht noch irgendwelche Ausnahmen gibt, aber grundsätzlich jetzt so eine PC-Version an sich ist halt bisher leider noch nicht rausgekommen. Und ja, der Emulator buggt leider manchmal ein bisschen rum. Ja, wie immer werden wir mit einer Piñata-Party starten und jetzt, wo ich frisch von der Gamescom zurück bin, geht das auch endlich wieder. Wir können wieder Piñata-Party machen und es geht einfach endlich wieder richtig los. Ich freue mich drauf. Tippe das Erdbeerbäumchen an, um zu feuern. Die Beere des Erdbeerbäumchen wächst mit der Zeit, das wissen wir doch bereits, liebes Auto, Gedöns, Dings. Aber okay, dann wird es uns halt einfach nochmal erklärt. Alles kein Problem, machen wir natürlich gerne. So. Dann schauen wir mal. Wir packen erstmal die Erdbeerbäumchen überall schön an eine Stelle hin. Und wenn die dann irgendwann ein bisschen ausgewachsen sind, dann benutzen wir sie. Ich finde sie ziemlich cool. Okay, die erste Stufe hat die eine schon erreicht. Das ist gut. Die können wir auch schon mal hinpflanzen. Schauen wir mal, ob sie die zweite Stufe auch noch erreichen. Eine wird es mit Sicherheit schaffen. Eine der beiden schafft es. Die schafft das. Komm, du schaffst das. Und flump. Dann erwischt sie nämlich beide, weil dann hat sie einen richtig schönen großen AOE-Effekt. Ziemlich, ziemlich nice. Ich muss sagen, ich finde diese Pflanze unheimlich cool. Unheimlich cool. Und ich glaube, mit der werden wir ziemlich viel Freude haben. Und ich glaube, wir werden diese Blume definitiv uns irgendwann mal holen, weil sie ist und bleibt einfach ziemlich cool. Einzige Sorge, die ich habe, ist, dass sie limitiert sein könnte. Das ist dann natürlich wiederum ein bisschen schade. So, hier müssen wir nochmal schön Schaden anrichten. Die dahinter auch erwischt. Weiß es nicht. Komm, nochmal. Flump. Okay, hier auch nochmal. Oh, da können wir die Fliegeviecher mal wegnehmen. So. Ah, können wir dann hinterher nochmal? Okay. So, also zwei Reihen wären auf alle Fälle schon mal nice, weil dann können wir richtig schön Schaden machen. Also richtig tierisch viel. Machen wir gerade noch nicht. Die ist ausgewachsen, sehr gut. So. Will sie ungern benutzen, wenn sie noch nicht ausgewachsen sind. Wäre halt irgendwie ein bisschen verschenkt. Weil sie halt einfach viel mehr Schaden dann machen. Deswegen ein bisschen drauf achten, dass wir da tatsächlich die ausgewachsen benutzen. Oh, sind schon welche durch, die hier hinten wieder weggehen. Wir könnten zwischendurch mal einen Dünger auf eine nutzen. Flump! Ist schon witzig, aber leider fällt die nur in die Mitte des Spielfelds, was ein bisschen schade ist eigentlich. Flump! Ich mag die Pflanze. Sie ist echt nice. Also, ich glaube mit der Pflanze... Ah, nein, 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 auf der Lane ist nichts. Verdammt. Ich glaube, mit der Pflanze kann ich mich anfreunden. Max. So. Da hinten ist ein Ding die ganze Zeit irgendwie, ne, geimmert. So. Oh, das war's dann schon wieder. Wenn ich das jetzt mache, macht es ja leider nicht so viel Schaden. Ich könnte nochmal einen Dünger benutzen. Ja, jetzt kommt hier wieder diese Fehlermeldung. Die klicken wir einfach einmal weg. Ups. Ja. Weiß ich nicht mehr. Hoffe, das ist jetzt nicht recht viel lauter geworden. Jedenfalls müssen wir es nochmal ändern. So. Fällt tatsächlich immer in die Mitte. Ah, das nervt. Ich hoffe, es nervt euch nicht zu sehr. Wie gesagt, dann machen wir die Folge heute nicht ganz so lange, wenn wir solche Bugs haben. Powerschnee, Powerwurf und nochmal Powerschnee haben wir bekommen. Das momentan bekommen wir leider keine Dias. Wie es scheint. Und hauptsächlich diese Power-Sachen noch. Solange wir hier noch diese, ja, spezielle Zeit haben. Ja, der Bug nervt. Ich hoffe, es nervt euch nicht so sehr. Wir werden aber trotzdem ganz normal ein bisschen weitermachen. Jetzt schauen wir mal die Erdbeergedönsdings. Was kostet die eigentlich? Kaufen? Es wird sein, weil die Google Play-Dienste down sind, ne? Deswegen geht das gerade nicht. Okay. Die kostet mit Sicherheit Geld. Sonst würde nicht nur kaufen dastehen. Ah,
Es tut mir echt leid. Ich weiß nicht, was das für ein Bug ist. Die könnten wir tatsächlich jetzt für 75 Tiers holen. Ich will sie eigentlich nicht haben. Aber ich kaufe sie jetzt einfach trotzdem. Einfach aus dem Grunde, weil sie halt einfach auch, nicht reduziert ist, jetzt zeitweise drin ist. Und dann ist sie eine Zeit lang wieder nicht drin. Und ich will halt doch ganz gerne irgendwann alle haben. Also holen wir sie uns jetzt einfach. Auch wenn es halt einfach jetzt mal eben einen ganzen Haufen Tiers gekostet hat für die Pflanze, die wir vermutlich eh so gut wie nicht benutzen werden. Benutze Hühnerwürger-Zombies. 600 Stück. Besiege. 600 Stück, okay. Die Mecha-Football. Müssen wir noch einige machen. Diese Herausforderungen haben wir noch. Und die Wichse. Ich würde tatsächlich dann mal hier diese Herausforderung starten. Das wird die jetzt mal machen. Ich will nämlich heute erstmal noch keine Challenges machen, weil ich halt die jetzt auch nicht rausgekramt habe. Weil, wie gesagt, ich bin jetzt gestern erst von der Gamescom zurückgekommen. Ich muss dann erstmal alles wieder raussuchen. Deswegen fehlt das hier jetzt erstmal. Gucken wir mal, was können wir denn noch Schönes mitnehmen? Was könnte sich denn noch als gut erweisen? Ich glaube, das ist ein schönes Setup, mit dem wir spielen können. Grabfresser haben wir noch keinen bekommen. Ja, ich hoffe, das kommt jetzt nicht zu oft. Im Level vorhin kam es nicht. Hoffe ich, dass es jetzt auch so bleibt. Wäre ziemlich ärgerlich, wenn es dann doch öfter kommen würde, dieser Fehler. Ach ja. So, okay. Mal gucken, ob ich nicht schon eingerostet bin. Aber ja, jetzt doch fast eine Woche lang kein Pflanzen gegen Zombies mehr gespielt. Nee, doch, ne, das ist nicht ganz richtig. Ich hatte am Dienstag nochmal aufgenommen, als ich von Kassel zurückkam, weil ich nicht genug Folgen hatte, um über die Gamescom zu kommen. So war das. Ja, so war das. Ich muss dann die Grabsteine hier demnächst mal wegmachen. Oh mein Gott, kommen hier viele. Wir brauchen echt Grabfresser. Ohne Scheiß, wir brauchen Grabfresser. Ohne Grabfresser wird das echt hart werden. Aber gut, wir haben hier die noch und die dürften ja die Gräber eigentlich auch mit zerstampfen. Glaube ich. Muss man hier erstmal eine kleine Standardverteidigung aufbauen. Und dann klappt das schon. So, Fehler wieder wegklicken. Es ist nervig, ich weiß nicht. Manchmal hat die Bugs halt so ihre Tage. Einfach, dass sie sich schnell wieder einkriegt und dass es halt bis zur nächsten Folge auch weg ist, das Problem. Und das wäre natürlich sehr ärgerlich, wenn das so bleiben würde. So. Oh, hier kommt das erste größere Viech. Müssen wir natürlich schauen, dass wir da schön ein bisschen Schaden rausdrücken. Das wird gleich despawnen. Dann können wir hier ja gleich diesen Kusselpitz hier hinpacken. Denn hier können wir einfach so wegmachen. Plump. So, ist der auch schon mal weg. Dann ist der auch schon mal keine Gefahr mehr für uns. Dann brauchen wir hier natürlich schönen Schaden. Jetzt muss er das Ding hier noch irgendwie down bekommen. Jetzt habe ich den da vorne hingesetzt. Schwachsinn, dass ich das gemacht habe. Komm, 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 komm. Bitte, 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 bevor die Pflanze. Bevor die Pflanze stirbt, muss ich sagen. Ah, dieser Fehler. Er nervt, er nervt, er nervt. Das ist die Technik, ne? Technik und ihre Tücken. Immer wieder wundervoll, immer wieder wundervoll. Wir haben aber auf alle Fälle ziemlich viele Dünger, was ziemlich praktisch ist, denn wir werden noch den ein oder anderen Dünger in diesem Level bekommen. Und dann können wir das eigentlich ganz gut einsetzen. Jetzt machen wir hier auf alle Fälle noch eine zweite Reihe so. Und dann hier den nochmal nutzen, damit. Ah, er hat trotzdem schon weggeschleudert, schade. Aber da haben wir gleich mal zwei Zombies gekillt. Sehr gut. Das klappt doch schon mal gut. Jetzt haben wir keine Musik mehr, jetzt ist die Musik auch weg. Das Spiel hat mich heute definitiv nicht lieb. Definitiv nicht. So, und dann nochmal ein. Hier zurückschleudern. Oder haben wir doch Musik und ich höre es noch nicht anständig? Das kann natürlich auch sein. Komm, packen jetzt hier mal die hin. Will da jetzt mal ein bisschen. Will da jetzt ein paar solche Powerfelder haben. Ja, wieder unsere berüchtigte Fehlermeldung. Es tut mir wirklich leid, meine lieben Zuschauer. Es tut mir wirklich, wirklich, wirklich leid. Ich kann halt leider nichts dagegen machen. Ah, vielleicht, wie gesagt, vielleicht legt es sich bald wieder. Ich hätte die Folge vielleicht bleiben lassen sollen. Ja, ich will jetzt nicht hier lange drüber schimpfen. Komm, wir schleudern die jetzt hier mal zurück. So. 500 Sonnen brauchen wir für das nächste Power-Up-Feld. Holen wir hier mal einmal Sonnen. Weil da oben kommt nämlich schon der nächste Dünger. Ja, hier kommt er. Kann das nämlich nicht schaden. Hier einfach schon die nächste 1000 kostet die nächste.
So. Und hier noch eins hin. Stell dann mal zurück. Und flump. Oh, da hätte man vielleicht auch zurückschleudern sollen. Da frisst das Ding mal. Frisst das mal. Dann kommen nämlich hier noch richtig schön viel Sonne. Ah, ich hoffe, ich kann ja bald. Oh, zurückschleudern. Komm schon, komm schon, komm schon. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen weiter hinsetzen. Das hilft alles nichts. Ich komme gerade ziemlich weit vor. Ich glaube, ich nutze hier mal noch meinen Dünger. Dann weiß ich auch, dass die da oben safe sind und dann weg sind. Brauche halt nicht mehr viel, ne? Da ist der nächste Dünger. Und wir brauchen jetzt 2000 Sonnen für das nächste solche Power-Up. Das ist ziemlich viel. Ziemlich, ziemlich viel. Aber wir schaffen das. Wir schaffen das schon. Ah, komm schon. Und flump. Sehr gut. Weitere Verteidigung bauen wir erst auf, wenn wir hier das noch gesetzt haben. Ich will das hier noch haben. Unbedingt. So, komm. 2000 Sonnen, das schaffen wir. Wir spulen mal ein bisschen vor. Wir schaffen 2000. Komm schon. 2000 Sonnen. Ah, der wagt sich ziemlich weit nach vorne und der geht nicht down. Gut. Ah. Der auch nicht. Ah, doch, jetzt wieder down gehen. Ah, der knabbert da. Hier ist wieder einer. Hier, zurückschleudern. Hier der Dünger. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, das wird lange dauern. Ja, ich glaube, das wird nichts. Ich soll nochmal einen Dünger einsetzen. Schade. Pustest du wenigstens zurück. Und ich habe die ganze Zeit so einen kleinen Falter, der sich immer neben mich liegt. Jetzt liegt er auf meiner Hand. Wunderbar. Ich habe einen Falter auf meiner Hand. Das kitzelt! Ja, manche haben eine Taube auf Dach und dann gab es den Spatz in der Hand und so weiter und so fort. Ganz auch dieses tolle Sprichwort über den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ja, das ist ein seltsames Sprichwort irgendwie, wie ich finde. Da, zurückschleudern. Da haben sie schon wieder durchgeknabbert. Die sind ganz schön anstrengend. Kommt, 2000. Ja, endlich. 2000 haben wir. Jetzt wollte ich hier den Dünger anwenden. Und Dünger. Jetzt können wir uns mal drauf konzentrieren, nochmal mehr Schaden zu machen. Nochmal viel mehr Schaden zu machen. Dann den nächsten Dünger. Und hier natürlich schauen, dass wir den immer schön zurückhalten. Dann haben wir den nächsten. Oh, der nächste Dünger, das ist praktisch. Dann die alle zurückgepustet. Da ist schon wieder ein Dünger. Können wir gleich nochmal anwenden. Jetzt wird's toll, ne? Jetzt wird's richtig schön. Jetzt läuft's richtig nice. Das ist gut so. Ja, jetzt bekommen wir aber auch einen Dünger nach dem anderen, ne? Und zurückgepustet alle. Wow. Jetzt ist es ziemlich OP gerade irgendwie. War ziemlich OP. Und der nächste Dünger. Miau. Ja, hier am Anfang bekommt man noch extrem viele Dünger. Da ist der nächste schon wieder. Also da, ganz am Anfang, wir sind jetzt in Level 11, bekommt man halt noch übertrieben viele. So viel braucht man eigentlich gar nicht, wie man da am Anfang noch bekommt. Aber es macht halt dann trotzdem irgendwie Spaß, sie wirklich dann auch einzusetzen, so viele Dünger auf einmal. Mal gucken, ob sie dem Herr werden. Ah, ich glaube, ich nutze den Dünger. Die haben sich, die haben sich gewaltig durchgeknabbert. Eieieiei, hätte ich nicht gedacht, dass sie sich so krass durchknabbern. Ich hätte doch vielleicht ein bisschen mehr Schaden brauchen können. Also die sind schon stark unterwegs, so ist es ja nicht. Ich bin gerade ziemlich froh über den Dünger. Hätte natürlich auch mehr Schaden zu Pflanzen packen können, keine Frage. Ich bin gerade echt froh darüber. Oh wow. Zurück hier damit. Müssen wir mal aufhalten. Ich glaube, ich werde tatsächlich nochmal... Oh nein. Das habe ich noch rechtzeitig geschafft, die Pflanze zu pflanzen. Sehr gut. Und ein Dia. Allerdings habe ich halt jetzt zwei Dünger weniger. Ah, jetzt nervt es aber. Einer kommt auf alle Fälle. Ein Dünger kommt. Okay. Vielleicht kommt noch einer. Mit vollen Düngern in die nächste Runde gehen. Muss ich aber auch gucken, dass ich halt auch anschließend damit hausiere. Den halt vielleicht das ein oder andere Fischfutter vorschmeißen. Damit sie sich da jetzt nicht durchknabbern bis zum Ende. Ziemlich schade.
will das ganz gerne schaffen, ohne dass meine Pilze dran glauben müssen. Zumindest ohne, dass diese eine Reihe Pilze dran glauben muss. Das würde ich ganz gerne schaffen. Oh, aber ich schaffe es nicht. Na komm schon. Und zurückschleudern. Flump. Und hier Schaden. Eieiei. Ja, dir. Und. Flump. Und noch ein Dia. Wunderbar. Ja, da haben sie sich ganz schön weit vorgeknabbert gehabt, muss ich schon sagen. Das, über die Dünger war ich da sehr froh. Und wir haben tatsächlich einen Dünger verbraucht. Haben einen Dünger weniger, als mit denen wir ins Level gestartet haben. Das ist jetzt ein bisschen schade. Das ärgert mich schon so ein bisschen. Aber es hilft halt leider nicht. Ja, ich würde aber sagen, nachdem ich da diesen blöden Bug jetzt gerade habe und der halt dezent nervig ist, werde ich die Folge heute schon beenden, obwohl ich sie jetzt eigentlich ja immer ein bisschen länger machen wollte wieder. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem halbwegs Spaß mit der Folge und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Dort wird es dann vermutlich wieder die Challenges geben. Und ja, wir schauen mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!